Heute geht es darum, wie du wieder viel mehr Spaß haben kannst und dein Leben so richtig genießen kannst. Damit sage ich herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf diese Folge ganz besonders, weil ich finde, Spaß ist etwas, was unbezahlbar ist. Doch ich kenne auch die Situation, wo es irgendwie einfach zu viel ist, wo man so das Gefühl hat, oh Mann, hier noch was, da noch was, dort noch was. Ich weiß überhaupt nicht, wann soll ich denn noch Spaß haben? Und manche sind sogar so weit, habe ich schon gehört, die denken, ich weiß gar nicht mehr, wie Spaß sich überhaupt anfühlt. Und dabei ist Spaß einfach so ein unfassbar wichtiger Punkt, weil auf der einen Seite baut, wenn du Spaß hast, wenn du lachst, wenn du fröhlich bist, baut es Stress ab in deinem Körper. Und umso weniger Stress du in deinem Körper hast, umso gesünder bist du auch, umso fitter, umso vitaler bist du. Auch umso weniger anfällig für irgendwelche Krankheiten, ne? Oder die Müdigkeit wird dadurch einfach weniger, die wir auch ab und zu mal empfinden. Und deswegen ist Spaß auf dieser Seite total wichtig, also auf der persönlichen Seite. Aber auch auf der beruflichen Seite ist Spaß total wichtig. Weil wenn du fröhlich bist und Spaß hast, wenn du das Leben genießt, bist du automatisch viel anziehender. Dadurch steigt nämlich deine Energie und Energie zieht an. Menschen, die in einer tollen Energie sind, sind automatisch anziehender und diese Anziehung führt dazu, dass sie auch viel erfolgreicher sind mit den Dingen, die sie tun. Und genau aus diesem Grund lohnt es sich, jetzt einfach mal weiterzuhören, um die drei Wege zu erfahren, wie du für dich noch viel mehr Spaß auch in dein Leben ziehen kannst. Und der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, der ist ganz schön fies, weil du dir bestimmt denkst, super Marina, wäre es so einfach, hätte ich es schon gemacht, aber trotzdem möchte ich ihn an dieser Stelle anbringen. Und zwar geht es erstmal darum, eine Entscheidung dafür zu treffen, dass du Spaß hast. Ne, eine Entscheidung zu treffen dafür, dass du die Dinge, egal wie sie sich jetzt gerade anfühlen, einfach versuchst mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, die Perspektive zu wechseln, um eben aus dieser Schwere rauszukommen, um wieder reinzukommen in den Spaß. Das andere ist auch, der zweite Punkt ist, dir dann wirklich Zeit zu nehmen für den Spaß. Das eine ist zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, ich spüre, ich möchte einfach mehr Spaß in meinem Leben haben und vielleicht hilft dir diese Folge jetzt überhaupt zu erkennen, hey, warte mal, irgendwie habe ich wirklich weniger Spaß als sonst, weil manchmal merken wir das ja noch gar nicht mal, ne? Und ne, wenn du dann eben wenn du es erkannt hast und diese Entscheidung dafür getroffen hast, dann wirklich zu sagen, und jetzt nehme ich mir Spaßpausen. Also ich nehme mir einfach Pausen, in denen ich Spaß haben kann. Oder ich mache es ganz einfach so, dass ich wirklich Dinge, die ich alltäglich mache, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen, mit Spaß zusammen mache. Also was meine ich damit? Eine Entscheidung, Spaß zu haben und sich dann eine Pause dafür auch zu nehmen, kann bedeuten, dass du sagst, jeden Tag um die Mittagszeit, ne, da stelle ich mir vielleicht einen Wecker drauf, mache ich laute Musik an, mein Lieblingslied und tanze einfach mal. Ich tanze einfach mal drauf los. Oder dass du beim Kochen Musik anmachst und dabei tanzt und einfach Spaß hast. Wenn du beim Putzen bist, Musik anmachst, tanzt und Spaß hast. Wenn du kurz vor einem Kundentermin stehst, vor einem wichtigen, Musik anmachst, tanzt und dabei richtig Spaß hast. Der Vorteil dabei ist auch, durch dieses Tanzen kommst du wieder viel mehr auch in deine Urkraft als Frau rein, in deine weibliche Energie, die dann wiederum wieder viel mehr Fülle, Liebe, Leichtigkeit in deinem Leben kreiert. Also was meine ich damit? Es ist eine Entscheidung und die Entscheidung hat zur Folge, dass du dir wirklich auch richtig einplanst, diesen Spaß zu haben. Auch wenn du dir denkst, boah, das ist ja blöd, Spaß muss ja aus mir herauskommen. Aber was passiert, wenn du dir eine Zeit lang diesen Spaß einplanst und den auch also fühlst in dem Moment? Das geht in alle deine Zellen über, in dein ganzes System rein.
Und plötzlich wirst du merken, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern musst, jetzt eine Spaßpause zu haben oder die Dinge irgendwie mit Spaß zu machen, sondern dann wird es eine ganz automatische Sache und dadurch steigt wieder deine Energie. Und der dritte Punkt, und das ist für mich auch ein unfassbar wichtiger Punkt, such dir Menschen, such dir eine Community, die ja dir Spaß bringt, mit denen du lachen kannst, die dir Energie gibt, die dich weiterbringt. Menschen in deinem Umfeld, mit denen du regelmäßig mehrmals die Woche in Kontakt bist, wo du merkst, die stärken mich, die geben mir Energie, da habe ich Spaß, da habe ich Freude, um dadurch einfach diese Emotion bei dir wieder zu nähren. Und das Umfeld ist entscheidend. Das Umfeld ist entscheidend dafür, wie leicht dein Leben ist, wie viel Spaß du in deinem Leben hast. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die eher pessimistisch sind, eher schwarz sehen, eher nörgelig sind oder, keine Ahnung, einfach unzufrieden sind, dann wird das auf dich abfärben. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, falls es geht, okay, ich habe da einfach weniger Kontakt mit denen und gar keinen Kontakt. Aber manchmal geht es nicht. Und dann ist es umso wichtiger, einen Gegenpol für dich zu schaffen. Einen Gegenpol von Menschen, die das dann wieder ausgleichen, mit denen du einfach auch häufig Kontakt hast, die dir dann wieder diese Energie und diesen Spaß bringen. Und das merke ich immer wieder, auch wenn wir zum Beispiel ja eine Experience machen. Wir machen ja regelmäßig die Experiences. Wir hatten jetzt erst wieder eine Female Fullness Experience, wo es auch darum ging, wie man einfach ja Limitierungen löst, Ängste löst, um dadurch viel freier zu sein, um sich ein cooles Leben zu kreieren und sich das zu erschaffen, worauf man wirklich in sich Lust hat. Übrigens, wenn du willst, die Aufzeichnung ist jetzt noch verfügbar. Ich glaube, bis zum 3.7. Ne? Also, wenn du noch Lust hast, komm schnell in unsere Facebook-Gruppe. Wir verlinken die hier unten und dann kannst du dir die Aufzeichnung noch in unserem Infoguide anschauen. Aber auch da merkt man, diese Woche, die ich mit den Frauen zusammen bin, wir haben Spaß miteinander, wir lachen miteinander, auch wenn es virtuell hier ist. Die Energie ist hoch und das trägt. Aber das ist eben etwas, was man dauerhaft braucht, damit man eben dauerhaft getragen wird. Und wie gesagt, Spaß ist ja ein wichtiger Erfolgsfaktor für dich, beruflich wie privat. Und deswegen räume einfach diesem Spaß genauso viel Zeit ein, wie zum Beispiel der Kundengewinnung oder irgendetwas für deinen Chef abzuarbeiten oder was weiß ich, weil es einfach auch eine riesengroße Priorität hat, damit du erfolgreicher wirst und dadurch auch unterm Strich mehr Geld verdienst, um mit dem Mehrgeld deine finanzielle Freiheit aufzubauen. Also, Spaß haben lohnt sich und vor allem wünsche ich dir super viel Spaß dabei, Spaß zu haben. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dann, deine Marina.